So, Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade sehr schockiert, fasziniert und noch ein paar andere Sachen gleichzeitig, denn es geht um ein Cover von einem Magazin, was einfach schon vor, ich muss überlegen, vor 11 Jahren unsere Weltsituation in seinem Cover perfekt abgebildet hat. Und das hat letztens in meinem Bekanntenkreis jemand auf WhatsApp gepostet im Status und ich musste mir das sofort abspeichern, weil ich dachte, das muss ich mir mit euch nochmal zusammen angucken. Ich finde das so krass, wirklich. Also es gibt selten Sachen, die mich schockieren oder faszinieren. Faszinieren schon eher, aber schockieren eigentlich kaum. Aber wo ich dieses Cover gesehen habe, ich dachte, das gibt es doch gar nicht, ja? Und wir kennen das vielleicht so, dass, also die Elite weiß ja eh schon viele Sachen, die passieren, ne? Wenn man an die Weltkriege denkt, Albert Pike hat geschrieben, der Weltkrieg dafür, der dafür, der dafür. Ja, auf jeden Fall kennt man das öfters, dass Sachen angekündigt werden. Bei den Simpsons gibt es ja auch manchmal sowas, wobei ich glaube, ganz viele Videos, die man heute so auf Instagram oder so sieht, wenn ich das manchmal sehe, das wird, glaube ich, im Nachhinein jetzt produziert. Die Videos gab es so gar nicht. Egal. Aber hier können wir jetzt mal gucken. Achso, wartet mal, ich mache mich mal kleiner erstmal. So, zack. Und jetzt können wir mal gucken. Hier, das ist also das The Economist Cover von 22.12.2012. War ja auch eine sehr besondere Zeit, ne? Das war ja ein Tag nach diesem besonderen Datum, fällt mir gerade ein, 21.12.2012, wo natürlich nicht die Welt untergehen sollte, sondern es war einfach nur das Ende eines bestimmten Zeitzyklus vom Maya-Kalender, ja. Und ja, allgemein, nicht nur vom Maya-Kalender, sondern allgemein haben wir auch Zeitzyklen auf der Erde einfach. Und ja, da sehen wir ja auch gerade, dass wir eine besondere Zeit haben. Der Planet ist ganz schön voll. Das ist mehr oder weniger toll und ja, hat alles Vor- und Nachteile. Ja, aber das ist jetzt die Zeit. Jedenfalls, das war das Cover 2012 von The Economist und ich habe es hier zum Glück in einer wunderbaren großen Ansicht gefunden. Seht ihr das jetzt? Ja, hier sehen wir das Ganze. Kann ich mich sogar noch ein kleines Stück größer machen, obwohl vielleicht zoomen wir noch ein bisschen ran. Ja, und dieses Cover, ich finde das einfach so Wahnsinn, so spannend. Also wenn das wirklich von 2012 ist, dann finde ich das einfach absolut faszinierend, muss ich sagen. Absolut faszinierend. Denn eigentlich ist es gar nicht so verwunderlich. Hier sind, ich habe mal gegoogelt, weil ich die ganzen Worte nicht übersetzen konnte. Hier sieht man einfach, dass die Welt sozusagen sich den sieben Todsünden hingibt. Die sind hier alle ein bisschen aufgezeichnet, ja. Was natürlich als erstes hervorsticht, ist, dass. Also man sieht hier so das Weiße Haus, hier steht was von British, hier sieht man die Merkel, hier sind Frankreich und so weiter, ganz viele Länder, Putin, Nordkorea, hier Türkei und so weiter. Man sieht hier ganz viele Länder, China, Indien, auch sehr interessant. Und zwischendurch überall Teufel. Das ist erstmal so die erste Aussage. Also erstmal sieht man überall Explosionen, Krieg, Rauch, Dampf, Magma sieht man dazwischen. Die baden hier alle so im Magmasee, im Teufelssee, ja. Oder ist schon die halbe Hölle hier auf der Erde, könnte man eigentlich sagen. Und überall sind Teufel dazwischen. Und die regieren, ja. Die haben ihre drei Zacken in der Hand. Hier oben steht der Oberteufel, wahrscheinlich der Satan. Und die ganze Welt wird irgendwie traktiert von diesen Teufeln mit dem Dreizack, ja. Und ich finde dieses Bild wirklich unglaublich spannend, muss ich sagen. Weil man kann hier so, so viel draus lesen. Und was mich besonders fasziniert hat, das sage ich euch gleich noch. Vielleicht seht ihr das ja auch selber schon und kommt da drauf. Wartet, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch ein bisschen ranzoomen kann und wie das dann aussieht. Ja, das sieht ganz gut aus. Also erstmal sieht man hier, man sieht hier überall diese Länder, ne? Hier der kleine Nordkorea-Typ, der spielt hier mit seinen Raketen, ganz lustig. Und China und Indien fand ich auch lustig hier am Rand, seht ihr das? Ja, seht ihr, die sind hier am Ofen. Und befeuern da diesen Kohleofen und halten sozusagen damit diese Weltwirtschaft am Laufen. Und ja, das ist eigentlich schon sehr witzig. Hier hinten, ne, irgendwelche, ich weiß gar nicht genau, wer das ist Berlusconi, ne? Und ja, hier steht jedenfalls Lust und die rennen hier so einer Teufelin, so einer gut bestückten Teufelin hinterher, über diesen Abgrund hier mit dem, der Grube mit den anderen Teufeln, und da fallen die wahrscheinlich rein. Also man sieht, wie die ganzen Völker sich hier den verschiedenen Todsünden hingeben. Ja, hier hinten Greed, diese ganzen Leute hier, die fahren hier, die Bankiers und so, die werden vom Teufel geschoben und fahren da in
keine Ahnung, in den Berg rein, in den Abgrund, in die Hölle sozusagen. Und da steht Greed drüber, das heißt, ich habe es eben gegoogelt, das heißt Gier. Gier, ja, die sehen hier mit alle hier mit ihrem Geld und so weiter, ja. Dahinter auch Wall Street. Dann Gluttony, oder wie das ausgesprochen wird, das bedeutet, ach man, jetzt, ich habe es doch eben alles gegoogelt, was heißt denn jetzt Gluttonie? Ist ja eigentlich auch egal, auf jeden Fall, ich glaube, das heißt auch Völlerei, genau, ja, USA, ne, das passt ja auch ganz gut, Völlerei. Und dann hier der Obama damals noch, der hier mit Stolz in seinem kleinen Boot fährt und hier die Franzosen und so weiter, die gucken dazu und die sind neidisch, ja, Envy. Heißt irgendwas mit Neid. Und ja, also sehr interessant. Also im Endeffekt, die ganze Welt ist irgendwie im Konflikt, im Zwiespalt. Ne? Und sehr, finde ich, einfach eine schöne Darstellung. Ich finde es einfach spannend, ja. Und auch der Putin steckt hier irgendwie im Sumpf, ne? Man sieht's. Und hier die Leute haben auch alle irgendwie eine große Nase. Die Angela Merkel, die sitzt hier so trostlos rum. Und Slows heißt übrigens irgendwie, was heißt das nochmal? Das hieß irgendwie, ich habe es eben gegoogelt, ich muss nochmal googeln. Wartet. Faultier, genau, das heißt Faultier. Da frage ich mich, warum. Weil Angela Merkel steht ja für Deutschland und wir probieren die ganze Welt zu retten und dass wir faul sind, kann man ja nun wirklich nicht sagen, weil wir bezahlen die ganze Welt und so weiter und so fort. Also Faultier, das passt eigentlich gar nicht, muss ich sagen, zu Deutschland und zu Merkel. Warum? Naja, egal. Ist völlig egal eigentlich. So, und eine Sache, die mir halt noch aufgefallen ist, und das ist eigentlich die Pointe, oder wie das heißt, und zwar von diesem Bild, das fand ich unglaublich heftig, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen. Übrigens, hier seht ihr das, hier unter dieser Brücke, wo die Schienen drüber, da fällt mir jetzt auf, erst, dass da hinten unter der Brücke ist hier so ein kleiner Typ. Seht ihr das? Ich weiß gar nicht, wer oder was das sein soll. Ja, keine Ahnung, wer das sein soll. Ach, hier unten übrigens noch die ganzen Teufel mit Hackerzentrum. Ist auch interessant, weil das gibt es ja auch so Leute, die sagen, dass da noch ganz viel kommt mit so digitalen Hackerangriffen und so weiter weltweit. Ne? Kann man ja unglaublich viel machen. Auch Krisen auslösen, alleine mit dem Strom und so weiter. Egal, auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir mal wirklich zur Pointe dieses Bildes, finde ich. Vielleicht habt ihr das ja selber schon gesehen. Und zwar oben, die beiden kriegerischen Satanisten hier, die Satansflugzeuge, wo einmal drunter hängt der großköpfige, großohrige, großnasige, großwangige Israel-Flieger-Soldat und auf der anderen Seite unten am Satan, am Krieger-Satan-Flugzeug hängt dran der Hamas-Krieger. Und das, muss ich sagen, fand ich unglaublich krass. Weil hier stehen auf dem Bild nur allgemeine Sachen wie Wall Street, British Journalists und dann die ganzen Todsünden und vielleicht ein paar Namen von Staaten hier, China und Indien. Hier übrigens, der Teufel hat hier noch seinen Computer mit Climate Change, ne? Oder sein, wie heißt das Ding hier mit den Hebeln auf jeden Fall. Climate Change, Klimawandel, das ist so unglaublich. Das fand ich auch sehr krass. Ja, dass der jetzt langsam den Klimawandel-Dings hochfährt, fand ich sehr krass. Aber nicht so krass, muss ich sagen, wie oben hier. Das englische Wort kann ich nicht mal aussprechen. Wrath, oder wie das heißt. Das bedeutet irgendwas mit Zorn. Genau, Zorn. Ne? Das ist ja hier stellvertretend Krieg. Kampfflugzeuge schießen Raketen aufeinander. Und ja, an dem einen Satansflugzeug, wie gesagt, Hamas, auf dem anderen, an dem anderen Israel, fand ich unglaublich krass. Ja, gerade jetzt hatten wir sogar in den letzten Tagen diese Videos, die ich gemacht habe über Dritten Weltkrieg, Endzeit und Nahostkonflikt und so weiter. Aber das damals 2012, ich habe jetzt mich nicht informiert, ich weiß nicht, wie lange dieser Konflikt schon da schwelgt, aber dass diese Dinger hier unten dranhängen an diesem Flugzeug, das finde ich so krass.
Das hat der The Economist 2012 schon in seinem Cover mit eingebaut, verarbeitet, dass die Hamas und Israel diesen Krieg führen. Und das war vielleicht damals schon, ja, vielleicht gab es diesen Konflikt damals schon, aber dass der jetzt hier auf diesem Bild so viel Platz einnimmt, das finde ich so krass. Wirklich, ich finde das so unglaublich krass, wirklich. Dieses Bild, ich finde dieses Bild unglaublich faszinierend und krass, muss ich sagen. Die Welt regiert von den Todsünden und man sieht, dass alle, die ganzen Staaten, die ganzen Regierungen, alle im Sumpf sind, alle mehr oder weniger gefangen vom Teufel, schikaniert, traktiert vom Teufel, von den ganzen Teufelchen, von Satan und seinen ganzen Jüngern. Ja, und da oben dieser Konflikt, der über allem schwelt, zwischen Hamas und Israel und unglaublich. Also, ich finde das Bild wirklich sehr faszinierend, muss ich sagen. Vor allem wirklich, ich weiß es ja jetzt nicht, vielleicht ist es ja auch irgendwie fake, aber wenn das wirklich das Cover, Magazin-Cover von Economist 2012 war, dann finde ich das wirklich sehr krass, muss ich sagen. Ja, der Nordkorea-Typ hier mit seinen Raketen auch sehr lustig auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall kann ich nur sagen, ich finde dieses Bild übelst faszinierend. Und gerade das hier oben, auch das mit dem Klimawandel fand ich übelst lustig, ja. China und Indien, die den Ofen der Welt antreiben. Hier hinten fällt. Oh. Das ist ja krass, Leute. Das fällt mir jetzt erst auf. Hier hinten, guckt mal. Rechts oben, wartet, seht ihr das? Ich muss mal jetzt immer, ich muss zwischendurch mal gucken, ja. Hier oben. Hier seht ihr, ja. Griechenland hat ja auch so eine Tempel, aber Italien hat auch so eine Tempel, ähnlichen Gebäude auf jeden Fall. Und was sehen wir hier oben? Noch ein Vulkan ausbrechen. Denken wir mal gerade, ich lese jeden Tag irgendwie im Handy so in den Nachrichten, scrolle ich ja immer mal durch, so, ob irgendwas passiert ist auf der Welt. Und man liest ja jeden Tag jetzt über phlegräische Felder und über die Supervulkane überall. Und dass es da brodelt und mal wieder ausbrechen könnte. Ja. Und dann übrigens auch es zu einer riesen Flutwelle kommen könnte, wenn die phlegräischen Felder dann in Italien ausbrechen. Sehr interessant. Auf jeden Fall, das ist ja sogar auch in diesem Bild hier verarbeitet. Da oben dieser griechische oder italienische Tempel, der hier zerfällt und da so ein Vulkan, der ausbricht. Unglaublich. Dieses Bild ist so, dieses Bild, dieses Cover ist so bildgewaltig. Unglaublich. Wirklich, finde ich echt faszinierend. Also, wer dieses Bild allein erstellt hat und ja, das können ja nur wissende Menschen gewesen sein, auch mit den Teufeln, die ganze Symbolik, der große Teufel hier oben und die ganzen kleinen Teufel. Oh, ist das krass. Oh mein Gott, ich sehe ja immer mehr. Ich sehe ja immer mehr Leute. Und ich hatte schon immer eine totale Abneigung gegen diese Talentshows, aber vor allem gegen The Voice of Germany. Ich komme mit der Schwingung, ja, ich muss mich auch gar nicht rechtfertigen. Ich komme mit der Schwingung einfach überhaupt nicht klar von diesem The Voice of Germany. Ich habe das noch nie gemocht. Noch nie. Ja, auch wenn da die ganzen jungen Talente hingehen und dann schön direkt Plattenverträge kriegen. Ja, am besten schön mit den großen Firmen. Die großen Firmen freuen sich. Ja, die machen schön Money, 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 ja. Und gleichzeitig macht man dann wie Miley Cyrus gleich oder was weiß ich hier, die ganzen, ich glaube hier, egal, Lady Gaga und Pink und alle machen so komische Videos und Musik und so. Wo zwar öfters auch mal so gute Wahrheiten drinstecken, ne, wo die natürlich singen, wie es ist, aber man sieht trotzdem, oh, da geht es ja trotzdem die ganze Zeit um Unterdrückung, Macht, Geld, Sex. Naja, mit wem macht man da einen Vertrag? Ja, und hier sehe ich ja gerade diese Teufelchen, und das hier ist doch der eine Typ von diesem einen Supertalent-Ding. Vielleicht auch in Amerika, die Supertalent oder wie auch immer, aber das sind doch die Gesichtszüge von dem. Und die sitzen hier mit den anderen Teufelchen und gucken dem Teufel beim Singen zu. Das finde ich ja so geil. Weil, wie gesagt, ich hatte schon immer, also gegen DSDS und Supertalent, ja gut, egal. Aber The Voice of Germany und so, da hatte ich schon immer totale Abneigung gegen. Ich glaube, da ist auch immer alles in Rot gehalten gewesen. Und da gab es immer schon diese Symbolik, da sah auch im Studio und so weiter, das sah auch aus wie hier Pentagramm und so weiter.
Komm, egal. Finde ich sehr lustig, dass ich das jetzt hier auch sehe. Mit so einem Supertalent-Podium. Finde ich sehr lustig. Also dieses Bild, hammerhart. Hammergeil. Finde ich super spannend, faszinierend. Unglaublich. Gut, ihr Lieben, das war es eigentlich schon. Viertelstunde habe ich jetzt darüber geredet, aber ich fand es extrem faszinierend und spannend, muss ich sagen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ihr seid spirituell. Ich hoffe, ihr seid auf dem richtigen, rechten Weg. Ne? Ich wünsche euch alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt, kriege ich diesen Satz noch hin? Wir streben nach Wahrheit, Liebe und Licht, denn alles andere hilft uns nicht. Richtig. In diesem Sinne, macht's gut, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal.